Ja, genau, du brauchst Licht. Ja. Ich brauche Licht, danke vielmals. Das sind physiologische Rhythmen dargestellt des Menschen. Das weiß jeder, dass man also ungefähr, wenn man nicht gerade läuft oder sich anstrengt, 15 Atemzüge pro Minute hat. Und es weiß jeder, dass der Ruhepuls ungefähr bei 67 Schlägen pro Minute liegen sollte. Und wenn man sich jetzt dann noch andere Frequenzen anschaut, die im menschlichen Körper verwendet werden, von der Natur natürlich, Hauptarbeitsfrequenz des zentralen Nervensystems mit 5 Hertz oder die Muskelresonanzfrequenz mit 22,6 Hertz oder die Abtastfrequenz des Auges mit 101 Hertz und auch die Frequenz des ersten Schreis eines Kindes und ja auch noch weitere Frequenz, das geht also noch weiter hinauf, dann sieht man auf diesem, da sind diese Frequenzen eingetragen, also unterhalb sind die Organe aufgezeichnet, die also diese Frequenzen verwenden und drüber ist das Global Scaling Fraktal im logarithmischen Maßstab aufgetragen und man sieht, dass das jetzt zufällig, unter Anführungszeichen zufällig natürlich, diese Frequenzen, die vom menschlichen Körper verwendet werden, immer auf Hauptknoten im Global Scaling Fraktal liegen. Und das ist ein klassisches Beispiel von Skaleninvarianz, weil die könnten ja auch, die eine Frequenz könnte ja in einer Lücke liegen und die andere Frequenz im grünen Bereich und die nächste Frequenz in einem Subknoten. Nein, sie liegen alle in Hauptknoten. Und das ist das, was ich unter Skaleninvarianz verstehe oder was man unter Skaleninvarianz versteht. Ist das jetzt so ungefähr? Naja, also was für mich da einfach wirklich erstaunlich ist, ist, dass also diese verschiedensten Frequenzen, mit denen der Mensch seine Umwelt wahrnimmt, inklusive dem ersten Schrei eines Kindes, also Frequenzen, mit denen der menschliche Körper arbeitet, dieselben auf denselben Häufungspunkten liegen wie die subatomaren Massen, also die Massen der subatomaren Partikel und Planetengrößen. Also wenn das also jetzt so ist, finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Wie genau ist das eigentlich? Ich meine, ist das so Daumen mal Pi, passt schon, oder ist das... Das ist unglaublich, unglaublich genau. Okay. Ja, ja, also das ist Skaleninvarianz und die findet überall in der Natur statt. Ich kann's nur wiederholen. Und Skaleninvarianz heißt jetzt aber, dass eben genau dieser Umstand, dass also verschiedenste Phänomene, die in verschiedensten Maßeinheiten bemessen werden, wenn man sie auf natürliche Prozesse anwendet und natürliche Prozesse misst und in ihnen sie durch sie ausdrückt, dass immer wieder dieselben Häufungspunkte zu messen sind, egal in welcher Maßeinheit ich mich befinde, egal ob ich im Mikrobereich bin, egal ob ich im tausende Lichtjahren Bereich oder im keine Ahnung, Mikrometerbereich, wie auch immer, Phänomene in verschiedensten Dimensionen quasi jetzt, also größenordnungsmäßig auch, immer wieder finde ich dieselbe Verteilung skaleninvariant. Kann man das richtig, so sagen? Richtig, ja. Das erste Beispiel haben wir auf die Masse bezogen. Ja. Bei den Elementarteilchen bis zu den Metagalaxien. Und dieses Beispiel mit den physiologischen Rhythmen, das sind also Hertz. Ja, genau. Und genauso gibt es da ja auch noch ganz viele weitere Beispiele, zum Beispiel auch in der Neurophysiologie. Werden ja solche Dinge, kannst du da vielleicht, das haben wir eigentlich eh schon gerade genannt, also Wahrnehmung und so weiter, nehmen wir an, diesem Bereich. Seismologie zum Beispiel finde ich auch sehr spannend. Weißt du, wo man da in der Seismologie solche... Ich bin jetzt kein Seismologe, aber es war eines dieser Wissensgebiete, wo das so ziemlich als einer der ersten
eines der ersten Wissensgebiete, wo man das entdeckt hat, dass das skaleninvariant verläuft. Ist ja gerade sehr aktuell durch diese starke Erdbebentätigkeit. Welche Messgröße war denn das? War es die Intensität oder? Ja, das kann ich nicht genau beantworten. Okay. Ich möchte mich jetzt hier nicht auf seismische Okay, aber findet man in dem Kompendium findet man das dann? In dem Kompendium findet man das, findet okay. man einige Hinweise darauf. Wie auch überhaupt, wenn sich jemand näher für dieses Phänomen interessiert, würde ich ihm das Global Scaling Compendium empfehlen, das du ja schon ins Netz gestellt hast. Ist auch auf der Webseite des Global Scaling Institutes zu finden, das Compendium. Ist also kein Geheimnis. Und Herr Dr. Müller hat am Anfang über die Zeitschrift Raum und Zeit seine Erkenntnisse über Global Scaling veröffentlicht. Und da gibt es auch von Raum und Zeit ein Sonderheft, das erhältlich ist, wo die Artikel, die über das Phänomen Global Scaling herausgekommen sind, gesammelt sind. Das kann man sich über die Zeitschrift Raum und Zeit besorgen. Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz auf die physiologischen Rhythmen zurückzukommen, dass ein Kind, der erste Schrei des Kindes, eines Kindes, wird mit ungefähr 453 Hertz erfolgen. Und das ist ja sehr nahe dem Kammerton A. Ich bin jetzt auch kein Musiker, aber es ist interessant zu sehen, dass der Kammerton A wurde, glaube ich, im Jahr 1930 festgelegt. Und es war dann. In den 30ern, glaube ich, ja. Ja, in den 30ern wurde das festgelegt. Und zwar, da sind also sehr viele Musiker und Experten und Spezialisten zusammengekommen. Und ich glaube, man hat es dann mehr oder weniger interpoliert. Die einen haben halt gesagt, was ich sage jetzt 435 und die nächsten 455 und dann hat man sich halt in der Mitte irgendwo gefunden, hat also einen Kompromiss gefunden. Der ist nach Global Scaling nicht sehr glücklich, weil der Hauptknotenpunkt, also dort, wo der nach Global Scaling der Kammerton A hingehören würde, wäre bei 453 Hertz. Und für mich ist dann immer verblüffend zu hören, dass viele Dirigenten und Leiter von Orchestern dann die für ihre Vorführungen den Kammerton A also ein bisschen höher wählen. Fast alle, glaube ich. Ja, alle. Also alle großen Orchester stimmen ihr höher, Orchester höher. Ja, warum? Weil es besser klingt. Ja, die Instrumente klingen mit, in der Gegend, das habe ich schon von vielen Seiten gehört, klingen einfach besser und spielen sich besser etc. Ja, und das ist so interessant. Es gibt natürlich nur für Naturinstrumente, also Synthesizer, denen ist es wahrscheinlich wurscht, zumindest digitalen. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Nein, in der Wahrnehmung ist es nicht egal. In der Wahrnehmung, der Mensch will ja das, also er nimmt es am besten wahr, ja. Wenn es natürlich im Hauptknoten liegt. Ist ja klar. Und es ist für mich also wirklich dann auch wieder eine Bestätigung, dass die Leute, die ein absolutes Gehör haben, dann sagen, na, 440 ist auf jeden Fall einmal nicht die Lösung, sondern wir gehen ein bisschen höher. Und es ist leider auf diesen elektronischen Stimmgeräten für Gitarren und so, die man so kaufen kann im Handel, die hören alle irgendwo bei 445 naja. Hören auf. Also ist ja klar, wir haben da noch viel, also wie gesagt, also
Global Scaling auch hier spielt es hinein, in der Wahrnehmung eben auch, das finde ich sehr interessant, was da vorher erwähnt, wir nehmen logarithmisch wahr, das heißt, zuerst bei kleinen Intensitäten sind wir sehr sensibel und dann je lauter oder je fester oder wie immer das wird, je nach Sinnesorgan, desto weniger ist unsere subjektive Vergrößerung des Schmerzes oder der Helligkeit oder so. Das finde ich auch recht interessant. Im Chat natürlich taucht jetzt auch schon die Frage auf, nur wozu braucht man das? Können wir da jetzt schon ein bisschen hinkommen in die Richtung? Ja. Oder möchtest du noch ein bisschen ein paar andere einführende Beispiele nennen? Oder? Nein, ich kann nicht, die Frage gleich, wenn sie, das ist natürlich von Interesse klar. Ist. Ich meine, es ist, wenn Naturprozesse einem bestimmten Muster gehorchen, dann ohne irgendwas drüber zu wissen, kann ich gleich mal sagen, könnte ich eigentlich sagen, das ist natürlich interessant, um Vorhersagen zu treffen. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn ich es richtig verstehe, einer der Haupteinsatzgebiete, ne, von Global Scaling. Um Vorhersagen zu treffen bei der Entwicklung von Dingen, ohne alles ausprobieren zu müssen. Man kann von vornherein schon sagen, in dem Bereich und Skaleninvarianz, in der Größe, in der Frequenz, in der Temperatur wird es am besten funktionieren. Ne? So. Ja, weil wenn man sich das Global Scaling Fraktal anschaut, das ja eigentlich immer gleich ausschaut, nur es stehen andere Zahlen dabei, je nachdem, welche Maßeinheit man verwendet, dann haben verschiedene Bereiche verschiedene Eigenschaften. Und das kann man natürlich auf technische Prozesse und technische Produkte anwenden, weil wenn man irgendeinen Motor baut, der, um das jetzt ganz herunterzubrechen, aufs Einfachste, der eine Größe von 40 cm hat und man konstruiert den und der funktioniert also perfekt, braucht wenig Sprit und ist nie kaputt und hat eine tolle Leistung. Und dann könnte man sich ja denken, ja, das ist jetzt, so baut man einen Motor und man braucht den jetzt nur maßstäblich vergrößern und hat dann für alle Größen den entscheidenden besten Motor. Und wenn man das macht, muss man leider feststellen, dass das nicht der Fall ist. Oder leider. Man stellt halt fest, dass das nicht der Fall ist. Und dann kann man sehr daneben liegen. Und wenn ich jetzt diesen Motor, der in einer bestimmten Dimensionierung wunderbar funktioniert hat, ums Doppelte oder Dreifache aufblas, dann kann der gleich gut, schlechter, besser, aber man kann überhaupt nicht vorhersagen, wie gut er dann funktioniert in dieser Dimensionierung. Hm? Richtig. Ja. Richtig, ein sehr von mir öfter gebrauchtes Beispiel sind Schusswaffen, weil die nur einen Parameter haben oder einen Hauptparameter, nicht so wie Motoren, weil bei Motoren gibt es hunderte Parameter, die man berücksichtigen muss. Und bei Schusswaffen gibt es also vielleicht noch die Lauflänge, aber im Wesentlichen ist das Kaliber die entscheidende Größe. Und wenn man nur eine Größe hat, die man berücksichtigen muss, dann tut man sich natürlich besonders leicht. Und wenn man heute alle Kaliber, die verwendet werden, weil jeder, der schießt, aus welchem Grund auch immer, will auch treffen, möglichst genau. Und wenn man die jetzt alle Kaliber, die man verwendet heutzutage, und zwar von Faustfeuerwaffen bis zu Schiffsgeschützen, wenn man die nach Global Scaling nachrechnet, sind die alle in einem guten bis sehr guten Bereich. Und sprich, sie liegen alle in Häufungspunkten. Sie liegen alle auf dem gleichen Punkt im Global Scaling.